Hallihallo, ihr Lieben. Ihr seht es schon, ich habe mir das Kügelchen auf den Tisch gestellt. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass im Hintergrund der Staubsauger mal wieder aktiv ist. Das ist halt wohl die Zeit, wo meine Tochter irgendwie das Empfinden hat. Sie muss dann nochmal für Ordnung sorgen. Ja, ich hoffe, ihr könnt das überhören. Ich möchte jetzt einfach mal in Erfahrung bringen, was dein Herzensmensch auf der Seele hat. Im Allgemeinen sind die Herzensmänner im Kollektiv gerade eher schweigsam oder mit anderen Dingen beschäftigt, dass die aber nicht ganz kalt gelassen bleiben von dem Thema Liebe. Das ist uns allen irgendwo bewusst. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal eben mit ein paar Überschriften, worüber er sich austauschen möchte. Ich mache hier keinen Simsalabim wie auf dem Jahrmarkt. Auch wenn die Kugel auf dem Tisch liegt, ist das für mich ein Instrument, mit dessen Hilfe ich mich besser fokussieren kann. Das, was ich hier tue, nennt man ein Channeling. Ich setze mich telepathisch mit dem Menschen meines Vertrauens in Verbindung und der weiß das auch. Und ja, dann schaue ich mal, was ich so als Kanal für die Allgemeinheit so wiedergeben darf. Das ist eine Geschichte, die ich nur für die Allgemeinheit nutze und nicht einsetze für private Beratungen. Solltest du meine Hilfe aber in Anspruch nehmen wollen, dann melde dich gern bei mir. Alle Infos stehen unterm Video. Und wir legen jetzt mal los, Spirit. Ich glaube, ich brauche es gleich ein klein bisschen dunkler, aber zu mischen ist das ja okay. Ich brauche, wie gesagt, so ein paar Kärtchen, die mir so ein bisschen Aufschluss geben, was er denn so auf dem Herzen hat. Spirit. Wie ist er denn so drauf? Aber ja. Oh, die Lage ist ernst, würde ich sagen. Ich brauche gar nicht so viel. Nimm danach noch ein Deck mit oder zwei und dann, oh ja. Wir versuchen das jetzt nicht zu bewerten und zu beurteilen, was jetzt kommt. Das könnte dich mit den Ohren schlackern lassen. Ich muss auch gucken, dass ich jetzt die richtigen Worte finde, damit ich verständlich zum Ausdruck bringe, was er sagt und was er damit meint. Ja, okay, ich mache mal das Licht ein bisschen dunkler und dann versetze ich mich mal in die andere Welt. Sekunde. Geht das so? So geht das. Hey, my love, wie geht's dir? Ja. Ich weiß gar nicht, ob sich das überhaupt lohnt, wenn ich hier jetzt noch viele Worte verliere. Du weißt, dass ich der Liebe von Anfang an echt skeptisch gegenübergestanden habe und ja, es ist so, wie ich das immer gesagt habe, es ist eine Zeit lang wunderbar und schön und sorgt für Schmetterlinge im Bauch und dann wenn ich ja nicht für schöne Momente sorge, dann läuft aber auch gar nichts mehr. Ich spiele mit dem Gedanken, hier einen Schlussstrich unter das Ganze zu ziehen. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ich wäge so die Möglichkeiten ab. Mir tut das auf der einen Seite leid, dass es um uns so still geworden ist, aber ich habe auch den Eindruck, du gibst dir überhaupt keine Mühe mehr. Ich habe von Anfang an gesagt, wie ich ticke, was meine Schwachstelle ist. Du wusstest von Anfang an, dass es mir schwerfällt,
den Fokus auf mehrere Dinge gleichzeitig zu richten, dass es mir schwer fällt, das Gespräch zu suchen, dass ich tiefgründige Gespräche überhaupt nicht mag. Du wusstest es von Anfang an. Und was hast du gemacht in der Vergangenheit? Immer wieder Salz in meine Wunde gestreut, immer wieder. Auch wenn ich gesagt habe, bitte hör auf. Ich bin ganz schön enttäuscht von dir. Ich bin total enttäuscht von dir. Ich habe in dir viel mehr gesehen als das, was du jetzt so von dir preisgibst. Ich hatte wirklich die Hoffnung, wir könnten in eine Partnerschaft gehen, die geprägt ist von Leichtigkeit. Du hast so viel Optimismus, so viel Güte ausgestrahlt. Und ich habe gedacht, endlich, endlich ist da mal jemand anders. Weißt du, ich bin total am Ende. Ich arbeite von morgens bis abends. Ich kann nicht mehr. Und wenn ich mich dann abends ins Bett lege und einfach schlafen möchte, dann funkst du auch noch in meine Gedanken. Wenn ich ganz ehrlich bin, darauf könnte ich verzichten. Und trotzdem macht sich immer wieder eine Sehnsucht in mir breit. Und ja, ich habe unsere gemeinsame Vision auch noch nicht ganz vergessen. Trotzdem stimmt mich traurig, wie es gerade ist. Ich weiß auch nicht, wie ich dich erreichen kann. In meinen Augen hast du total die Schotten dicht gemacht, grenzt dich ab, willst nicht mehr wirklich an uns glauben. Und dann frag ich mich, warum sollte ich dich denn immer wieder und immer wieder und immer wieder an unsere gemeinsamen Pläne erinnern? Ich werde mich jetzt erstmal eine Runde ausruhen. Gegessen habe ich auch noch nichts. Es ist auch kein Sommer dieses Jahr, ständig regnet es. Aber manchmal frage ich mich, wie ich das alles noch aushalten soll. Ja, mach dir mal einen schönen Tag, du hast ja immer Spaß. Bis dann. Sorry, das, ich habe da fast mit gerechnet. Ich habe eigentlich noch mit ganz anderen Dingen gerechnet. Wenn dein Gegenüber so ein Kaliber ist wie der Mensch, mit dem ich hier kommuniziert habe, dann kann der manchmal ganz schön cool sein, dann kann er manchmal ganz schön oberflächlich sein, dann kann er manchmal ganz schön unfair sein. Und das war jetzt gerade wohl der Fall. Ich habe ihn da wohl in einem Moment aufgeschnappt, wo er übermüdet war, wo er nichts gegessen hat, wo ihn alles überfordert. Und wer ist schuld? Ja, wer soll schon schuld sein? Du natürlich. Das ist sowieso traurig im Grunde, dass Menschen immer jemanden brauchen, der in irgendeiner Situation die Schuld trägt. Aber das hat er so gelernt. Er war vieles schuld in seinem Leben. Ich will ihn aber jetzt auch nicht in Schutz nehmen. Er hat ja nun auch was gelernt auf dem gemeinsamen Weg. Er sträubt sich gerade davor, dir zu begegnen, weil dann wirst du ganz genau, da würdest du ihn aus den Socken hauen. So aus der Ferne irgendwelche Buchstaben brabbeln oder schreiben. Das kriegt er gerade noch so hin. Und diese gemeinsamen Pläne, die ihr vielleicht hattet oder habt, von denen träumt er auch immer noch, denn du hast da Spuren hinterlassen. Da ich weiß, dass die meisten sich gerade ein bisschen zurückgezogen haben, weiß ich auch, dass das für ihn eine große Unsicherheit bedeutet. Der kann zwar dein System checken, aber der hat manchmal nicht so richtig eine Ahnung davon, wie Frauen denken und ticken. Auf der anderen Seite ist er aber auch ein Frauenversteher. Das kommt immer so drauf an. Nur wenn er gerade übermüdet ist, dann kommt schon mal sowas dabei um die Ecke. Und wenn euch das bekannt vorkommt, ja, könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr da zurzeit mit umgeht. Ob ihr hinter die Fassaden gucken könnt oder ob er euch sagt, ja, er ist erwachsen. Er weiß auch,
dass es Dinge gibt, die bei mir irgendetwas hervorrufen. Ja, wenn es so ist, dann ruft es was in dir hervor, weil der alte Schmerz eben noch nicht überwunden ist. Aber trotz alledem, ne? Es gibt immer Dinge, die kann man handeln. Und es gibt Dinge, da kommt so eine innere Mauer oder so eine innere Grenze hoch und man sagt sich, ja, dann turn mal deinen Streifen, aber bitte ohne mich. Und wie es euch gerne gerade geht, das schreibt mir gerne in die Kommentare, damit ich so ein bisschen Gefühl dafür habe, was gerade los ist im Kollektiv. Und ich lasse jetzt liebe Grüße da, wünsche euch den Frieden, macht euch gute Laune, geht ein bisschen raus in die Natur, da ist es immer wunderschön und gebt euch mit fröhlichen Menschen und bleibt mir vor allen Dingen gesund. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann.